Herzlich willkommen, meine liebsten magischen Inder, zu diesem kleinen React. Und zwar reacten wir heute auf zwei Videos. Und zwar einmal auf den Trailer von Super Mario Star Road Retooled. Das soll nämlich ein Mario 64 Hack sein, der 1:1 wie Super Mario Star Road ist. Allerdings, wie es der Name schon sagt, Retooled. Das heißt also sozusagen Remake. Das ist... Ja, also es soll eine angebliche Aufwertung vom Spiel sein, es soll auch einen neuen Stuff geben und deswegen, ich wurde darauf hingewiesen, dass es das gibt, ich wusste es tatsächlich nicht, das ist schon ein bisschen älter, das Video ist glaube ich 2 Jahre alt, was mich wundert, dass ich das nicht mitgekriegt habe, aber jedenfalls wurde ich darauf hingewiesen und ich soll es mir unbedingt angucken. Das zweite Video, das seht ihr dann. Wir gehen rein in den Trailer. Ich habe keine Ahnung, was der sagt, ich habe nur die ersten 5 Sekunden gesehen, weil ich es pausieren musste, aber jetzt legen wir los. Das sieht bis jetzt aus wie Star Road. Also komplett neu. Also da stand gerade Rebuild wirklich von Grund auf neu. Ne? Das heißt also wirklich nicht die alte Map, die alten Maps genommen, sondern wirklich von Grund auf neu gemacht. Okay, das ist krass. Das ist eine krasse Leistung. Okay, das ist wirklich bis jetzt 1:1 Mario Star Road. Mein übrigens liebster Mario 64 Hack. Auch größtenteils, weil Nostalgie, aber man kennt's. Aber tatsächlich sieht's bis jetzt, bis auf das HUD, genauso aus, wie Star Road auch aussehen sollte. Wie Star Road halt eben. Also ich sehe bis jetzt echt keine großen Unterschiede. Und wirklich nur das HUD. Und das war's eigentlich. Das kennen wir alles. Ich versuche gerade noch ein bisschen auf irgendwelche Unterschiede zu achten, aber da war nichts. Okay, das ist neu. Ich glaube, der Poké ist komplett neu texturiert. Die Musik ist neu auf jeden Fall, wenn das die Musik ist, die da im Spiel laufen wird. Okay, der Leuchtturm sieht, glaube ich, auch neu aus. Okay, mit Bugfixes, 9 Areas und 9 Sternen. Oder? Neue Areas heißt auch neue Sterne. Was mich am allermeisten freut, sind Bugfixes. Ich hoffe, es gibt weniger weitaus nervige Bugs. Es kam ja mal des Öfteren vor, dass in Star Road echt viele Bugs drin waren. Oh, die Fließbänder bewegen sich jetzt. Habt ihr es gesehen? Die Fließbänder bewegen sich. Dann im Schalterpalast und man klettert viel schneller als im normalen Star Road. Episch. Sehr nice. Star Road Retooled. Episch. Kommt da noch was? Oder? Oh, tatsächlich, da kommt noch was. Na, was kommt noch? Achso, available now. Link in the description. Ja, also ich werde auch die Links der Videos auch in die Videobeschreibung packen, dass ihr euch die auch nochmal angucken könnt. Aber ey, das ist auf jeden Fall krass. Also ich wusste nicht, dass es diesen Remake-Hack gibt. Ich wusste wirklich nur, dass, naja, ich sag mal, Star Road halt immer mal ein paar Male geupdatet wurde, aber jetzt auch nicht mehr so häufig. Aber das hier ist auf jeden Fall, also das sieht man echt nicht gut mit dem Hintergrund da, weiß auf weiß, ja, das ist echt nicht gut. Weiß ich nicht, mach mal lieber so. Na, also auf jeden Fall gibt es Bugfixes, neue Gameplay-Features und vieles mehr interessiert mich auf jeden Fall. Ich glaube, das riecht auf jeden Fall nach einem Stream-Projekt. Das riecht auf jeden Fall nach einem Stream-Projekt. Als Let's Play auf jeden Fall nicht. Denn ich glaube, dafür haben wir noch zu viele Spiele auf der Liste, die halt, ich sag mal, noch gar kein einziges Mal auf diesem Kanal irgendwie Erwähnung gefunden haben. Deswegen, ne, das eher als Stream-Projekt. Aber trotzdem, also wirklich Bugfixes. Ich möchte mir nochmal angucken, wie diese eine Area hier aussah. Die kommt mir gar nicht bekannt vor. Die muss neu sein.
Die muss neu sein. Nur wo ist das bitte? Das hier muss auch neu sein, weil das kommt mir auch überhaupt nicht bekannt vor. Das hier natürlich wiederum schon ist eine eigene Welt hier. Aber ey, krass. Also das waren ein paar Ausschnitte aus den neuen Bereichen. Aber ansonsten sieht das alles eigentlich wirklich gleich aus. Nur halt eben halt auch ein, zwei andere Texturen natürlich. Mario ist auch, wie er eigentlich auch in den späteren Star Road Versionen dann auch dargestellt wurde, ein bisschen heller vom Rotton her. Leicht ins, ja, rosane nicht, aber ne, leicht schon rein. Der Pokey ist natürlich anders texturiert, klar. Aber ich glaube, der war in Star Road auch schon so. Ab einem bestimmten Alter der Version war der, glaube ich, auch schon so. In irgendeiner Version war der, glaube ich, schon ein bisschen, ja, neu texturiert. Aber sonst weiß ich auch nicht. Aber sonst, das Level vor allem. Oh mein Gott, also der Baum hier. Ich hoffe schwer, dass da echt sehr, sehr viel gefixt wurde an diesem Baum. Im Wasser unten, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Wir haben das Spiel einmal auf dem Kanal durchgespielt. Ja, Star Road-Kenner werden wissen, was ich meine. Unter diesem Baum ist ein Labyrinth, ein Unterwasserlabyrinth. Und sich da vorzubewegen, ist einfach nur scheiße. Wirklich, das ist so anstrengend und einfach nur scheiße. Und ja, das ist einfach so ein Ding, da ersäuft man halt auch mal schnell, weil man sich in die Texturen glitscht und dann kommt man nicht mehr raus. Das ist totaler Rotz. Und auch auf den Baum raufzuklettern, was man auch mal ein, zwei Mal machen muss, ja, ist das auch nicht so einfach, weil diese komischen Äste, die ihr hier seht, diese größeren, auf die man eigentlich raufgehen sollte, ja, die sind auch nicht so geil. Manchmal rutscht man einfach runter und das ist einfach komplett beschissen gemacht. Ich hoffe, das wurde auf jeden Fall bearbeitet. Aber wir werden uns das auf jeden Fall angucken. Habe ich sonst noch irgendwelche Kritikpunkte? Eigentlich nicht, ne? Ich freue mich auf jeden Fall auf das Retro-Castle wieder. Und das hier. Es ist mir aufgefallen, die Fließbänder bewegen sich und diese Zahnräder bewegen sich auch. Denn die haben sich nicht bewegt im Original. Die waren einfach still. Das fand ich irgendwie schade eigentlich. Ich meine, wieso sollte es eigentlich nicht so sein, dass sie sich auch bewegen? Das war damals, glaube ich, schon möglich. Und die Geschwindigkeit auf jeden Fall. Das fällt direkt auf. Hier ist jetzt irgendwas Neues. Nee, man hat da, glaube ich, nichts gesehen. Einem scheiß Musiklevel. Aber nö, das sieht eigentlich ganz gleich aus. Auch hier alles relativ gleich. Außer, dass die Lava sich, glaube ich, bewegt hat, oder? Doch, die Lava hat sich bewegt. Ich glaube, die hat sich im Original nicht bewegt, oder? Na, weiß ich aber auch nicht. Dafür habe ich das Level echt zu wenig gespielt. Sonst hier irgendwas anders? Nee, auch nicht. Ah doch, hier, die Windmühle bewegt sich. Okay, es ist auf jeden Fall viel an den Welten gemacht worden im Sinne von, wie sie wirken. Die Windmühle dreht sich jetzt, sie ist einfach nicht nur still und da, sie bewegt sich tatsächlich. Das ist geil. Aber ansonsten sieht das eigentlich relativ gleich aus. Na gut, wie dem auch sei, ich werde es mir auf jeden Fall anschauen mit euch in einem Stream irgendwann mal, ich weiß nicht wann. Aktuell spielen wir ja gerade Super Mario 64 Land, das ist auch ein Mario 64 Hack. Und in diesem Stream wurde ich übrigens auch auf diese Spiele darauf aufmerksam gemacht, dass es sie gibt. Und ja, deswegen mal schauen, wann wir das hier spielen. Ich bin eigentlich schon hyped darauf, weil ich halt Star Road wirklich sehr, sehr, sehr liebe. Wie gesagt, viel ist da Nostalgie, aber wenn da jetzt wirklich so eine gute neue Version mit rausgekommen ist, dann ist es vielleicht noch geiler. Na, wer weiß, vielleicht gucken wir uns das ja mal wirklich in einem relativ zeitnahen Stream an. Aber bin ich mir absolut unsicher. Das zweite Video folgt jedenfalls direkt. Und zwar ist das zweite Video Super Mario 64 DS Super Mario Star World. Das ist ein Mario 64 DS-Hack. Es gibt natürlich neben den ganzen Mario 64-Hacks auch ziemlich viele Mario 64 DS-Hacks. Und naja, sagen wir mal so, die sind nicht so krass. Ich kenne ehrlich gesagt auch keine Bubble um diese DS-Hacks rum, aber soll es wahrscheinlich auch geben. Ich habe sie noch nie gesehen und ich werde sie wahrscheinlich auch nie sehen. Ich habe gefühlt ein einziges Let's Play auf YouTube zu einem Mario 64 DS-Hack gefunden, das auch schon 10 Jahre alt ist oder so, also ist, glaube ich, nicht so beliebt. Jedenfalls, ich habe auch gar keine Ahnung, was Super Mario Star World ist. Ich habe auch nicht gesehen, was in diesem Video passiert. Ich habe auch, wie gesagt, nur die Info bekommen, dass es existiert, dass ich es mir ansehen soll und dass ich darauf reacten werde. Und das werde ich jetzt machen. Ich drücke einfach mal Play. Ich weiß nicht, ob wir das ganze Video gucken. Ja, wir schauen einfach mal. Einfach mal gucken.
Also es scheint kein Trailer zu sein, es scheint einfach nur ein Playthrough zu sein. What the fuck? Okay, das ist einfach bis jetzt die Star Road Overworld. The fuck? Und Mario mit vielen neuen Movements. Und neuer Steuerung. Der kann jetzt nach links und rechts gesteuert werden. In der Luft. Krass. Ja, es scheint halt wirklich ein Gameplay-Video zu sein. Und es ist tatsächlich einfach ein Star Road DS-Hack. Einfach Mario Star Road auf dem DS. Oder halt, weil ich glaube... mal Pause. Ich glaube, tatsächlich ist das hier so ein bisschen an die Mario 64 DS-Version angelehnt. So nach dem Motto, ja, hier ist das Original N64-Spiel und wir machen daraus jetzt ein Remake. So nach dem Motto, hier für den DS rein theoretisch. So, ne? Als wäre es irgendwie so gedacht wie Mario 64 DS mit ein paar Extra-Sternen und ein paar anderen Gameplay-Elementen, die irgendwie noch in die alten Gameplay-Elemente mit einfließen und, keine Ahnung, so ein, zwei Konzepte neu überdacht vielleicht. Ja, und ich glaube, so wirkt das, oder so soll es hier wirken. Es wirkt auf jeden Fall so auf mich, als wäre das hier, sagen wir einfach, in einem Paralleluniversum ist das hier jetzt Mario 64 DS und das Original Star Road ist einfach das Original Mario 64. Irgendwie so wirkt das auf mich. Okay, da unten ist ein Stern, der ist im Original, glaube ich, nicht da. Bestätigt auf jeden Fall schon mal meine Theorie. Ich glaube, dass der nicht da ist. Und da steht eigentlich König Bob-Omb. Der sieht auch anders aus. Das ist auf jeden Fall komisch. Also... okay, die Musik ist auch neu. Natürlich Mario RPG. Das Let's Play wir übrigens gerade. Guckt's euch an. Okay, das sind definitiv neue Gameplay-Elemente. Definitiv. Das finde ich eigentlich ziemlich gut gedacht oder durchdacht. Es ist halt einfach, um Mario Star Road, glaube ich, neu zu entdecken, nur halt eben theoretisch für ein DS-Hack, so. Ich mach mal ein bisschen leiser, oder? Bisschen leiser. Dann passt das schon. Dann kann ich auch drüber reden und muss nicht mal Pause machen. Aber ich glaube tatsächlich, das hier ist ein, ja, ganzes Gameplay-Video, oder? Ja, der spielt jetzt hier einfach ein bisschen sozusagen Mario Star Road. Halt auf dem DS. Es ist halt wirklich genau das, was es, glaube ich, sein soll. Einfach eine DS-Version von Mario Star Road. Ist auf jeden Fall nichts Verkehrtes. Okay, der Kettenhund haut ab. Perfekt. Ja, also ich sag mal so, die Mission, die kenne ich auf jeden Fall auch. Also die kennt ja, glaube ich, jeder, der Star Road im Ringsten gespielt hat. Es ist halt wirklich, glaube ich, nur ein DS-Hack für Star Road sozusagen. Oder von Star Road. Keine Ahnung, wie ich das sagen soll. Ich hab's ja schon erklärt. Ihr wisst ja, was ich meine. Aber man wird tatsächlich nicht rausgeschmissen aus dem Level. Ist das vielleicht die... okay, das ist neu. Eigentlich muss man da mit der Tarnkappe rein. Weil anders kommt man da eigentlich nicht rein. Du kannst ihn ja auch mit dem Bob-Omb reinglitschen, aber... rüberspringen sollte man eigentlich nicht können. Ich glaube, da ist im Original ein Dach drauf. Und man wird echt nicht aus dem... doch, man wird aus dem Level geworfen. Okay. Das Prinzip habe ich jetzt nicht so ganz verstanden, aber okay. Geht er jetzt ins Secret Level? Ich glaube, da geht er jetzt ins Secret Level. Also es sieht auf jeden Fall gut aus, muss ich sagen. Es sieht sehr schön aus. Ich finde es auch gut, dass diese widerliche DS-Steuerung verbessert wurde. Nur, es ist halt immer noch ein DS-Hack, ne?
So, warum um alles in der Welt sollte man einen DS-Hack spielen? Vor allem von einem Spiel, was man ja jetzt sogar geremaked theoretisch spielen könnte. Also, ich habe auch, glaube ich, hier noch ein paar Nebeninfos, die sind nicht verifiziert, wirklich gar nicht verifiziert. Das kann jetzt auch kompletter Bullshit sein, was ich sage. Aber soweit ich weiß, ist dieser Hack hier sehr lange in Entwicklung gewesen. Ich weiß aber nicht, inwieweit das stimmt. Ich weiß es nicht. Es kann auch Bullshit sein und der Hack hat ein Jahr gebraucht oder so. Ne? Was ich jetzt mal nicht glaube. Okay, da war gerade... Das One-Up war auf jeden Fall ein Sprite aus dem N64 Original. Aber an sich ist es nice, muss ich schon sagen. Also ich bin kein Mario 64 DS-Enjoyer. Ich finde das Spiel ist auch okay und cool und so. Ne, die Extra-Sterne, die 30 Extra-Sterne aus Mario 64 DS sind ganz nice. Die Ideen mit den Charakteren ist toll. Es war halt ein relativ gutes Remake, eigentlich so wie man sich das vorstellt. Nicht allzu viele Änderungen und nicht allzu schlimme Neuerungen. Und das Original existiert ja immer noch, so von daher, es ist ja nicht weg. Ne? Nur das hier, weiß ich nicht. Was ich krass finden würde, ist, wenn es dort auch tatsächlich Luigi, Wario und Yoshi zu spielen gibt. Ich weiß aber nicht, ob das da noch passiert, weil wenn nicht, dann ist halt schade, aber das wäre halt echt ultimativ lustig gewesen. Wenn man hier irgendwie Luigi und Wario irgendwie mit eingebunden hätte. Yoshi hatte jetzt ja nicht so die krassen Fähigkeiten, außer dass er halt sich mit den Mützen ja an alle verwandeln konnte. Das fände ich schon episch, wenn man dann neue Sterne damit irgendwie gemacht hätte. Vielleicht sehen wir es darauf jetzt einfach im Video ja einfach nicht, das kann auch sein. Aber ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Auch hier bewegt sich die Windmühle. Sollte man aber eigentlich auch erwarten. Ich meine, wenn es im Remake schon möglich ist. Okay, das ist aber auf jeden Fall auch nicht verändert, oder? Also ich sehe da jetzt auch keine großen Änderungen irgendwie. Ich glaube nicht. Also ansonsten, es ist halt wie gesagt, es hat seine Daseinsberechtigung. Es sieht gut aus, es ist gut umgesetzt. Und wieder die Mario RPG Musik, nice. Aber wie gesagt, es gibt... Das habe ich auch gerade eben vorhin schon gesagt, beim anderen Video. Es gibt halt Dinge auf dem Kanal, die sind etwas überrepräsentiert und Mario 64 und vor allem auch Mario 64 Hacks zählen auf jeden Fall dazu. Ich habe früher noch mehr von den Dingern gespielt, da war wirklich der halbe Kanal voll mit Mario 64 Hacks und allem möglichen drum und dran. Und ich bin ehrlich, ich ziehe gerne Mario Star Road, also dieses retooled Mario Star Road mit euch durch im Stream. Aber DS-Hack, weiß ich nicht. Vielleicht bin ich da auch eigentlich nur so ein bisschen ab, weil es halt ein DS-Hack ist. Das kann auch sein. Aber eigentlich hält mich daran eher auf, dass es halt einfach wirklich das Gleiche an sich ist. Ne? Wenn man es so vergleichen will, ich kenne den Spruch nicht richtig, das Gleiche in lila, wenn man es so will. Weißt du, das Gleiche in einer anderen Farbe einfach nochmal. Ne? Und das ist, muss nicht sein, glaube ich, muss nicht sein. Jetzt hat er seine Mütze, warum hatte er die eigentlich die ganze Zeit nicht? Hat er das einen Grund oder ist das von Anfang an so? Kann ich mir nicht ganz vorstellen, wie lange geht das Video noch? Es ist vorbei. Der latscht jetzt nur noch rum und sammelt den einen Stern da ein, okay. Classic, warte, lass uns mal das Menü hier angucken. Hier Classic, Highscore, Scrissos. Classic. Okay, es gibt neben dem Classic-Mode anscheinend noch einen anderen Mode. Okay. Ja, wie gesagt, es ist gut gemacht, aber es ist nichts für mich. Bin ich voll ehrlich. Es ist nichts für mich. Ich spiele lieber die N64-Hacks und vor allem halt erstmal die Retooled-Version. Das ist sehr wichtig und ich sehe da oben, ist die rote Münze da oben auf dem Bogen schon immer gewesen? Ah, wait, das hier ist... Nee, das ist nicht neu. Ist das neu? Nee, das ist nicht neu, oder? Hier das, der Bereich? Erinnere ich mich ehrlich gesagt gar nicht mehr dran.
Na gut, das war's aber auch wieder von dem Video, denn jetzt ist es schon wieder vorbei, der kommt jetzt dann nur noch raus. Ja, weiß ich nicht, was ich davon halten soll, von dem 64 DS-Hack, keine Ahnung, bin ich ehrlich, weiß ich nicht. Ja, also ich werde mir auf jeden Fall das Retooled angucken mit euch im Stream, ich weiß nur nicht so ganz wann. Kann auch sein, dass wir jetzt Mario 64 Land vielleicht einfach mal nebenher, einfach mal vielleicht bei Zeit und Lust haben, je nachdem, worauf ich mehr Lust habe. Und dann suche ich es mir einfach aus, ob ich Star Road oder Mario 64 Land spiele. Dann gucken wir einfach mal, würde ich sagen. Aber ansonsten, ja, der DS-Teil, ja, Mario Star World ist auf jeden Fall, ist gut gemacht, sieht gut aus. Hat auch sein Potenzial, aber ist nichts für mich. Bin ich vollkommen ehrlich und offen. Das ist einfach, ist nicht so mein Fall. Ich bleib lieber bei meinen Mario 64 N64 Hex und spiel die durch. Und wie gesagt, wir gucken uns Mario 64 Star Road Retooled auf jeden Fall an. Zu 100%. Nur wann, das weiß ich noch nicht. Wir sehen uns jedenfalls beim nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat das React gefallen. Gebt gerne mal Rückmeldung auch zum Design hier. Ich habe ja hier unten links jetzt hier unser Logo und React und so. Vielleicht könnte das ja noch kleiner gemacht werden und so. Aber dann denke ich mir halt auch so, ja okay, bei den meisten Reactern ist halt so eine fette Kamera mitten im Weg und verdeckt den halben Bildschirm gefühlt. So denke ich mir auch wieder, ja, vielleicht kannst du auch ein Design außenrum machen oder so, dass du das Bild dann sozusagen irgendwie kleiner schiebst und dann oder ja hier so, dass das Bild halt kleiner ist. Wisst ihr, dass das dann irgendwie so dargestellt wird. Dass man dann hier das Bild so hat, das kann ja auch sein, so aktuell hatte ich es halt so, aber müsst ihr mir dann sagen, okay, wie ihr da mit am besten klarkommt. Wir sehen uns jedenfalls beim nächsten Mal, bis dann und danke fürs Zusehen und ciao.